Hallo und herzlich willkommen zu der 11. Folge von Asta Zimmermann. Mein Name ist Tanja und ich habe einen kleinen Etsy-Shop mit Spinnfasern. Der heißt Asta Zimmermann Shop. Und hier dreht es sich alles um Stricken und Spinnen. Und ich bin auf Instagram als Asta Zimmermann zu finden. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Darüber freue ich mich sehr. Ich habe mich auch wieder über die ganzen Kommentare gefreut, auch über die tollen Buchempfehlungen. Das ist sehr hilfreich. Ja, also ich habe Billy, den Kanarienvogel, wieder etwas abgedunkelt. Ich hoffe, also dass der knuspert halt, ne? Ich hoffe, das geht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich erst morgen aufnehme, weil das Licht heute Morgen so, es war so dunkel und neblig in Hannover, dass ich dachte, das geht alles nicht. Und als ich jetzt von der Arbeit und vom Einkaufen nach Hause kam, war das Licht doch sehr gut. Und jetzt habe ich mich spontan entschlossen, heute doch noch aufzunehmen. Ja, meine Woche war eigentlich sehr stressig und anstrengend, aber mir ist es eigentlich trotzdem ganz gut gegangen. Also manchmal habe ich auch weniger zu tun und bin aber insgesamt angestrengter. Aber das war diese Woche nicht der Fall. Obwohl ziemlich viel schief gegangen ist. Aber egal, jetzt. Also, ich habe etwas fertig bekommen. Das liegt jetzt natürlich etwas weiter unten auf diesem Stapel. Und zwar, meine gesponnenen Socken sind fertig aus der Tropenmaus. Sind etwas unterschiedlich geworden. Sie sind auch etwas unterschiedlich lang, weil ich Angst hatte, dass ich nicht mehr hinkomme mit der Wolle. Aber diese Angst war total unbegründet, weil ich liebe das bei Socken ja so, so einen langen Schaft zu machen. Und dann wollte ich halt bei der zweiten Socke, also bei dieser hier, lieber auf Nummer sicher gehen, aber es ist noch total viel übrig geblieben. Und ich habe die auf 2,5er Nadeln gestrickt. Ich glaube nur mit 9 Maschen pro Nadel, weil ich ziemlich schmale Füße habe und ich das auch nicht an den Füßen mag. Also Wolle gibt ja eh dann noch ein bisschen nach und dann schlabbert das da alles so rum und dann verrutscht mir das im Schuh und ich mag das halt, wenn das eher so ein bisschen enger ist. Und ich finde, die sind total schön geworden. Und das war die Färbung Tropenmaus. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal handgesponnene Socken sich gemacht hat, aber das ist dreifach verzwirnt, also ist Navajo verzwirnt. Und das trägt sich, das ist so ein Dieben. Der Faden ist wie so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, voluminöser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlen die sich anders an als normal gestrickte Socken, also mit normal industriell gekauften Sockengarn. Also super schön. Ich bin glücklich, dass ich die fertig habe. Gestern fertig geworden mit der Spitze. Dann habe ich diese Woche gar nichts gesponnen, weil ich sehr viel gestrickt habe. Ich bin auch, ich habe jetzt zwar 2 Weihnachtsgeschenke fertig, aber ich möchte für meine Mutter noch Weihnachtssocken stricken und auch noch für meine Mutter Geburtstagssocken stricken. Die hat nämlich auch noch Geburtstag. Das ist im Dezember, weil uns immer alles ein bisschen viel. Also normalerweise bin ich im Dezember immer sehr gestresst, aber es geht jetzt noch. Ich habe nur etwas, ich hatte ja die Färbung Daisy Maus auf 50% Merino und 50% Tussa-Seide versponnen und hatte damit ja diesen Schal angefangen aus diesem neuen Gemeinschaftsprojekt von Vera Velimaki und Jorge Locatelli. Der heißt Dust and Clay, der Schal, weil ich wollte unbedingt ausprobieren, wie sich das Garn verstrickt. Und da habe ich jetzt den Rest von der Färbung, habe ich jetzt gewickelt. Aber das ist die Färbung, die ich im letzten Video schon gezeigt habe. Und das ist halt Single, also nicht verzwirnt. Und es ist super haltbar geworden.
Und trotz des 50-prozentigen Tussa-Seidenanteils lässt sich das auch super verspinnen. Also lässt sich genauso gut verspinnen wie 100% Merino-Wolle, finde ich. Das ist auch eigentlich ein schöner Farbverlauf. Aber das ist nur ein Teil von dem Strang. Den anderen habe ich ja schon angefangen zu stricken. Das habe ich letztes Mal. Da ist nichts dran weitergekommen. Das ist das hier. Ja. Und da ist ja dieses Tilia von Ficulana, dieses Mohair mit drin, in diesem Streifen. So, weil ich habe das ja, glaube ich, auch schon erzählt. Ich kann ja nicht so gut mehrere Sachen gleichzeitig stricken, also bis auf Socken, das kriege ich noch hin. Weil ich auch bei einfachen Sachen, ich komme dann so raus und dann muss ich das alles erst wieder lesen. Ich mache ja auch immer die beklopptesten Fehler beim Stricken. Ich glaube, das liegt daran, es gibt ja einige Stricker, die lieben das auch, wenn sie immer was Neues lernen und lieben die Herausforderung und lieben auch ganz schwierige Anleitungen. Das ist theoretisch bei mir auch so, aber ich merke halt beim Stricken immer, dass ich mich eigentlich entspannen möchte. Und wenn die Sachen, wenn ich dann irgendwas noch nicht gestrickt habe, also ich habe ja nicht so viel Glück mit Pulloverstricken, dann passieren mir selbst bei einfachen Sachen merkwürdige Fehler. Also von dem Fehler, der mir bei diesem Tuch da passiert ist, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Aber ich habe ja jetzt weiter gestrickt an der Anleitung von, ja, die ich immer nicht weiß, das ist die Frau, die in den USA diesen Wolle-Online-Shop hat. Die hat auch einen Podcast. Der Podcast heißt wie ihr Wolle-Online-Shop The Woolly Thistle. Und sie verkauft halt hauptsächlich wolligere Garne, also keine Merino-Wolle, sondern halt europäische aus England, also Shetland-Wolle aus Norwegen. Da habe ich aus der norwegischen Wolle ja ihren Vanilla-Sweater, den gibt es auch, ist eine Kaufanleitung bei Reverie, habe ich ja angefangen und da bin ich, finde ich, fertig, also mit dem Körper. Da kommen jetzt nur noch die Ärmel, also die möchte ich dieses Wochenende machen. Und das ist ja, das ist so ein Pullover. Der kommt mir wahnsinnig weit vor. Er ist aber eigentlich so gedacht wie der Boxy, den ich jetzt anhabe. Den habe ich mal vor Jahren aus einem meiner eigenen Färbungen gestrickt, also aus Merino-Wolle. Und also das ist ja auch eine Weiteranleitung, aber die Wolle ist halt jetzt noch so ein bisschen steifer, weil das ja so eine norwegische, nicht ganz so weiche, robustere Wolle ist. Und aber es Er müsste, also wenn er gewaschen ist, hoffe ich einfach, dass er noch ein bisschen besser fällt. Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Also die Fehler, die ich gemacht habe, habe ich schon aufgeribbelt und korrigiert. Da hat er oben so einen kleinen angestrickten Kragen. Und mit der Länge bin ich zufrieden. Und unten, das sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus, weil ich das ja nicht vernäht habe, unten wird er dann geteilt. Da strickt man dann so versetzt eins rechts, eins links. Und schließt das dann auch nochmal ab mit so einer kleinen Kante, versetzt gestrickt, eins rechts, eins links. Und was ich gemacht habe, ist, der ist ja glatt rechts gestrickt. Aber in dem Moment, wo man es hier unten dann teilt, muss man ja natürlich eine Seite rechts, eine Seite links stricken. Und ich habe es dann geschafft, bei der einen Seite das zu vertauschen. Weil ich dachte, ja, vielleicht soll das ja so sein, damit sich das nicht so einrollt zum Schluss. Weil es ist halt jetzt so, dass es halt unten umklappt. Ich sehe nicht, was ihr seht. Ja, aber ich hoffe einfach, wenn ich das gewaschen habe und vielleicht ein bisschen gedämpft habe, dass das dann geht. Aber mit der Farbe bin ich sehr zufrieden. Finde ich, freue ich mich. Und es ist auch mega warm. Der hier ist ja aus 100%. Naja, 400 Meter auf 100 Gramm aus 19 Mikron Merino. Das war ja die Base, die ich immer im Shop hatte. Und das ist definitiv eher leicht. Also es ist nicht so warm.
Also es ist schon richtig beim Stricken, wenn der mir dann so auf dem Schoß liegt, das wärmt richtig. Also ja, bin ich zuversichtlich, dass ich nächste Woche die Ärmel fertig habe. Ne? Das ist dieses Garn, das habe ich in Deutschland bestellt bei Links gestrickt. Das ist 100% norwegische Wolle. In der Farbnummer 4128, das ist so ein ganz tolles grau-lila-braun, aber eher mit lila Anteil. Weiß nicht, wie die auf dem Bildschirm rüberkommt. Und das sind 175 Meter auf 50 Gramm und kosten etwas unter 5 Euro. Hatte ich ja auch diesen Weihnachtsschal für meine Tochter gestrickt, den ich immer noch nicht eingepackt habe. Und das ist, wie gesagt, also nicht so weich wie Merino. Man muss es schon vertragen können. Ist so wie ein bisschen so wie die Holzgarne. Es wird aber durchs Waschen weicher. So, die fertigen Socken habe ich gezeigt. Dann habe ich noch gestrickt an den Weihnachts- oder Geburtstagssocken für meine Mama. Und da muss ich mal, also das ist total abgefahren. Die für mich stricke ich jetzt mit industrieller Sockenwolle, nehme ich 11 Maschen pro Nadel, wegen der schmalen Füße. Meine Mutter, die auch schon von mir Socken gestrickt bekommen hat, da habe ich mehr genommen, ich glaube 13 oder 14 Maschen. Die fand das immer ein bisschen eng. Und jetzt habe ich ganz normal nach Sockenrezept für Größe 38, 39, 15 Maschen genommen. Ja, ich finde, die sind. Es ist ja mega riesig. Guckt euch das mal an. Ich werde auch erstmal den einen stricken und Weihnachten hin, Weihnachten her. Dann soll sie den einmal anprobieren. Ich habe auch den Schaft etwas kürzer gemacht, als ich es gerne mag, weil ich da auch nicht weiß, wegen dieser Breite. Da will ich halt unbedingt mit der Menge hinkommen. Und das ist Opal. Ich habe es auch hier. Fairy Tale von Opal. So, da bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass ich das fertig bekomme. Dann habe ich nichts weiter gestrickt, nichts weiter gesponnen, aber Wolle bestellt. Übrigens jetzt, wo ich diesen Boxy anhabe und ich ja neulich schon erzählt habe, dass ich den Podcast von dem schlafenden Faultier? Schlafende Faultier? Nein, das strickende Faultier. Entschuldigung. Also das strickende Faultier, den Podcast geguckt habe. Die hat sich ja auch aus einer Wollmeise in Boxy gestrickt und da war ich auch immer kurz davor, mir auch noch was zu bestellen. Werde ich auch machen, weil ich glaube, Boxy kriege ich vielleicht auch noch mal hin. Aber das mache ich erst, wenn ich diesen Pullover hier fertig habe und mit dem einigermaßen zufrieden bin. Dann besitze ich schon lange von Marie Wollen dieses Shetland-Buch. Da ist eine Strickanleitung schöner als die andere. Also eine Freundin von mir, die sehr spezialisiert auf Vereilstricken ist, da strickt man ja immer mit zwei Farben, was ja eigentlich sehr komfortabel ist, mit zwei Farben in einer Reihe, also nie mit mehr Fäden. Die sagt wirklich, dass das der Höhepunkt von Marie Wollen ist. Und deshalb habe ich mir das damals auch gekauft, weil ich eine Zeit lang dachte, wenn ich jetzt schon so gut so ein Boxy stricken kann, kriege ich das auch für mit Vereil und Sneaken hin. Habe ich mich aber bis jetzt noch nicht dran gewagt. Aber ich habe mir jetzt Wolle gekauft für einen, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, für so einen Schal, den man hinten zusammennäht, also so ein rundes Ding, Kaul oder so. Und zwar für diesen hier. Also die Fotos sind halt wahnsinnig entsättigt, aber es sind traumhaft schöne Farben. Und es ist ja alles gestrickt aus dem noch relativ, hier sieht man den auch nochmal, relativ preisgünstigen Garn von. Ich glaube, heißt das Jameson Spindrift. Das kriegt man aber auch in Deutschland. Das sind dann halt immer 25 Gramm, weil man braucht ja relativ viele Farben.
gucke noch mal kurz, wie das heißt. Aber die einzelnen Knäule, ich meine, es sind nur so 25 Gramm, sind ja Jamesons auf Shetland Spindrift heißt es. Die einzelnen Knäulchen sind jetzt dann trotzdem nicht so teuer, also 4,15 Euro oder so. Dann habe ich noch eine Serienempfehlung und zwar, jetzt fängt der Billy wieder an. Naja, und zwar von mit The Crown bin ich ja durch. Leider, ich habe das auch wirklich ein bisschen hinausgezögert und immer nur gar nicht so viel geguckt, wie ich hätte tun können. Und dann hatte ich letztes Jahr eine Serie geguckt, die von der es jetzt die zweite Staffel gibt, die mir auch sehr gut gefallen hat. Also das kann man überhaupt nicht mit The Crown vergleichen. Sondern es ist so Wohlfühlfernsehen, auch auf Netflix, die heißt Virgin River. Und wie ich herausgefunden habe, ist das nach einer ganzen Buchreihe, so querbeet gedreht, spielt in einer super, super idyllischen amerikanischen Kleinstadt, wohin es eine Krankenschwester verschlägt, die einen großen Schicksalsschlag hinter sich hat, die sich dort eben so landarztmäßig in einer Praxis dort bewirbt, um eben Abstand von ihren schrecklichen Erlebnissen zu finden. Und dort trifft sie dann auf die auf super charmante und sehr eigensinnige Kleinstadtbewohner, die aber alle das Herz auf dem rechten Fleck haben und wirklich sympathisch sind und das macht einfach nur total viel Spaß. Ich habe jetzt leider auch schon die zweite Staffel durch und kann das sehr empfehlen. Ist halt mit Liebesgeschichte und wunderschöner Landschaft. Also das Setting ist halt wirklich dieses, ich weiß gar nicht, was für ein Bundesstaat das ist, aber in atemberaubend schöner Natur. Also wirklich sehr nett gespielt, sehr schön gemacht. Virgin River kann ich empfehlen. Dann sind wir eigentlich auch am Ende. Ich hatte diese Woche einen Mini-Auto-Unfall. Das war überhaupt die Krönung, weil ich beim Ausparken mich sehr stark, was ja auch ein, was ich meine auch das Wichtigste war, ich habe wahnsinnig doof geparkt und unübersichtlich geparkt und es war leider auch noch so, dass hinter mir die Straße in einen Waldfahrradweg übergeht, wo dann von rechts und links die ganze Zeit hinter meinem Auto die Fahrradfahrer hin und her schossen und ich mich dann sehr viel darauf konzentriert habe und nicht auf ein und ein Auto übersehen habe, was schräg hinter mir parkte. Und da bin ich dann reingefahren und ich hatte es an dem Tag sowieso schon eilig, weswegen ich mit meinen Hunden an einen Ort gefahren bin, wo ich sonst nie hinfahre, weil ich mich eben ein bisschen beeilen wollte. Naja, und dann ist halt passiert. Dann habe ich da anderthalb Stunden auf die Polizei gewartet. Und ja, ist jetzt alles in Ordnung. Also ich meine, es gibt ja Versicherungen. Es ist auch dafür, dass es so geknallt hat, ist eigentlich an meinem Auto ist fast nichts. Also nichts, was man so auf Anhieb, würde ich sagen, sehen kann. Und an dem anderen Auto ist eigentlich auch nicht so viel. Aber ist halt passiert. Dann habe ich ja seit Ende September, als da war ich ja nochmal auf Farnö, da bekam ich ja diese fürchterlichen Zahnschmerzen und jetzt habe ich wieder Zahnprobleme. Also im Moment habe ich keine Zahnschmerzen mehr, Gott sei Dank. Aber da ist jetzt ein Zahn mit einem Provisorium versehen worden und das fällt ständig raus. Weil ich noch darauf warte, dass die Krankenkasse den Heil- und Kostenplan zurückschickt und dann muss ich es auch noch zur Zusatzversicherung schicken. Also vorher kann ich ja nicht mit der finalen Behandlung starten. Und das ist mir vorgestern wieder rausgefallen und das kann man leider dann auch nicht so lassen. Deswegen ich gestern dann auch noch wieder noch weniger Zeit am Nachmittag hatte, weil ich dann zum Zahnarzt fahren musste. Aber da ich ja so fürchterliche Schmerzen im September und im Oktober hatte, also wochenlang, bin ich einfach nur glücklich, solange
da keine Schmerzen an den Zähnen sind. Weil das war wirklich grausam. Aber somit hatte ich halt sehr wenig Zeit und deswegen gibt es heute nur ein kleines Shop-Update. Aber das macht ja nichts. Und jetzt kommen wir zum Shop-Update. Und zwar gibt es aus aktuellem Anlass wieder eine Weihnachtsmaus auf Merino Nylon. Meine eigene Interpretation von Weihnachtsmaus ist etwas frühlingshaft, aber nicht schlimm. Ich weiß nicht, wer auf Instagram Maschengedöns folgt. Die hat einen Kammzug von mir, die Blütenmaus, ganz aktuell hat sie ein Foto gepostet, wie von ihren daraus schon gestrickten Socken. Und es sieht so schön aus. Ist auch noch ein Kammzug Blütenmaus im Shop. Also das war Merino Nylon, die Weihnachtsmaus. Dann gibt es eine neue Färbung, ebenfalls auf Merino Nylon. Meine Tochter meinte, das ist eine Gartenmaus. Ich hoffe, dass das mit dem Licht geht. Das Licht macht die Farben ein bisschen gelblicher, als sie sind. Ist auch super schön. Dann gibt es wieder auf BFL, was sich übrigens auch super 100% BFL verspinnen lässt, eine Wald- und Wiesenmaus. Und das habe ich extra so eigentlich in diesen ganzen Grüntönen gefärbt, weil wenn man das dann einfach verzwirnt, entsteht da, glaube ich, ein ganz schönes Garn. Schön. Dann habe ich ja für mich ausprobiert, ich hatte mir ja die Daisy Maus auf Merino 50% Merino Superwash und 50% Tussa-Seide gefärbt, wo ich ja hier dieses Single-Ding da gemacht habe. Das habe ich jetzt auch für den Shop gefärbt. Also das ist diese Färbung, die ihr hier in einem Teil, das ist ja nur ein Teil vom Kammzug, seht. Und das lässt sich auch super schön verschwinden, also trotz der Seide. Das ist die Daisy Maus. Und auf der gleichen Wolle hab ich noch die Wintermaus versponnen. Ich muss immer, wenn ich die Wintermaus sehe, ich muss eigentlich immer so ein bisschen an so eine Wolldecke denken. Weiß ich auch nicht, wieso. Sind irgendwie solche, für mich sind das winterliche Farben. Auch so schön. Das kommt alles in den Shop, das muss ich jetzt nur noch fotografieren, aber wenn ihr das seht, dann ist das schon geschehen. So, im Grunde genommen bin ich jetzt fertig. Ich werde auf jeden Fall dieses Wochenende die Wohnung putzen und aufräumen. Und die Ärmel, hoffentlich werde ich da gut durchkommen, die Ärmel anstricken. Vielleicht werde ich mir noch Wolle bestellen bei Wollmeise für einen Boxi. Und dann muss ich auf jeden Fall die Socken fertig stricken. Für meine Mama. Und wenn ich den Pullover fertig habe, dann stricke ich auch weiter an diesem Dustin Clay Tuch von der Vera Valley Marke. Ich verlinke das übrigens unten alles nochmal, auch hier den Vanilla Sweater. Das werde ich jetzt nicht vorher machen, obwohl ich da große Lust habe, dran weiter zu stricken, weil ich dann keine Lust auf die Ärmel habe. Ich stricke nicht so gerne Ärmel, aber das geht ja eigentlich vielen so. So. Das ist es wieder gewesen. Immerhin 24 Minuten. Ich bewundere immer sehr,
die anderen Podcaster, die dann 1,5 Stunden, ich krieg das nicht hin. Ich wünsche euch eine gute kommende Adventswoche, dass nichts schief geht, bei euch nicht und bei mir auch bitte nicht. Nee. Und dass ihr schön viel Zeit habt zum Stricken und zum Spinnen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Freitag wiedersehen. Und seid ganz lieb gegrüßt und vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Tschüss.